Hallihallo Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Zurück an unserem, ja, kleinen Außenposten, wenn man das so nennen will. Und wir schauen mal, was wir heute machen können. Mir ist vorhin auf der Karte was aufgefallen, und zwar sind jetzt hier irgendwie neue Symbole. Da oberhalb und auch links von uns. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Wie so eine Art, ist das ein Stand oder... Aber das muss ich mir mal angucken gehen. Ich kann nicht richtig nachvollziehen, was das darstellt. Dann gehen wir uns das doch mal angucken. Den Gleiter lasse ich lieber hier. Der geht nur verloren, wenn ich den mitnehme. Oh, irgendwas hat die Falle ausgelöst. Ich kann damit Rehe fangen. Wie praktisch. Gott, hast du mich jetzt erschrocken. Oh. Würdest du bitte nicht hier lang gehen, wo die Falle ist? Ich hoffe, die läuft nicht in die Fallen rein. Das wäre höchst ungünstig. Gucken, wie sieht denn die Falle hier aus? Die war noch ein Stück weiter hinter. Die ist aber noch nicht ausgelöst, okay. Gut, dann kann ich mir das ja auf der Karte mal anschauen. Einfach in die Richtung. Aber hier hat es wieder irgendwas erwischt. Hä, ist da schon wieder was Neues? Sag mal, was ist denn hier los? Nee, das ist ausgelegt. Das sieht nur so aus. Die ist ausgelegt, die Falle. Schnell Fleisch ablegen und dann geht's weiter. Das lohnt sich. So, hier kann noch eins ran. So, und dann können wir ja eigentlich mal ein paar mitnehmen. Ich nehme mal zwei Stück mit. Und weil das gerade so schön ist, dass wir das gefangen haben, muss ich das natürlich abspeichern. So, die sperre ich hier drin ein. Also, ich versuche es zumindest. Das könnten die Außenstände von den Eingeborenen sein, die jetzt dann markiert sind. Aber warum sollte er die jetzt markieren? Könnte mit einem Update gekommen sein. Hier. Ja. Ein Außenposten mit... Mit Ausguck. So, das haben wir alles schon. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ach, das ist das, was ich gehört habe. Man hat jetzt ein Gefährt seit dem Update. Ich weiß nicht. Oh Gott, ich habe Angst. Was ist das? Wie nutzt man das? Springe zweimal, um vom abzusteigen. Was? Oh, ist das seltsam. Ich soll doch zweimal springen. Kannst du bitte absteigen? Oh, ich finde das seltsam. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Genau, erstmal Mucke anmachen hier. Okay, dann ist das also das Zeichen. Oh, ein Solarpanel. Alter, was haben die denn hier alles eingebaut? Dann ist das dieses Zeichen für dieses, nicht wie, sondern das ich habe vorhin gelesen, es soll 5 heißen. Dieses 5-Symbol. Römische 5 ist hier für 5 halt, ne? Nicht für wie. Na gut, das heißt, das bringt uns dann letztendlich auch nicht so viel. Man könnte natürlich versuchen. Na komm, was soll's. Wir versuchen mal, ob wir damit schneller unterwegs sind.
Jetzt nur die Frage, wo gucken wir uns jetzt um? Wo waren wir noch nicht? Da oben ist noch ein bisschen leer, da waren wir aber vorhin. Den Gleiter werden wir nicht wiederkriegen. Bin echt ein bisschen überfragt. Kann jetzt halt höchstens die Gebiete mal abgehen, um nach Höhlen zu gucken. Oh Gott, mit dem Ding sind wir schnell unterwegs. Aber das bleibt überall hängen. Das ist mir ja alles ein bisschen zu modern, das Ding. Kann mit dem Ding auch springen, ne? Oh. Oh, was macht der denn hier? Ich muss hier weg. Wenn ich hier nochmal entkomme. Zum Umgucken ist das natürlich nicht so sehr geeignet. Aber witzig ist auf jeden Fall, damit zu fahren. Was soll das überhaupt darstellen? Gibt es sowas in Wirklichkeit? Das in der Höhle. Oh, okay, wir können auch so darunter fallen. Wenn wir mit Speed irgendwo dagegen fahren. Verflucht schnell. Und schon wieder auf die Fresse geflogen. Okay. Aber es erscheint dann sogar nochmal auf der Karte, wenn man das hier verliert. Hier, die Insel sieht irgendwie interessant aus gerade. Ach, Gräber. Warum gibt es nur so viele von denen? Wer hat die hier alle begraben? Ich glaube aber nicht, dass es hier irgendwo hingeht. Möglich ist natürlich alles. So, ich wollte mich einfach in der Umgebung ein bisschen weiter umgucken. Mal die Kamera auslassen oder die Map und dann mal hier ein bisschen rumsliden.
Wie ist das jetzt da hochgekommen? Kann das Wände hochklettern? Nichts Neues hier. Obwohl dieser Fluss ja schon irgendwie aussieht, als könnte da was sein. Strand auf jeden Fall. Hier kann er auch fahren. Hinterlässt er eigentlich eine Spur? Tatsache. Cool. Cooles Detail. Schön, dass wir daran gedacht haben. Wenn immer nicht so viele Bäume wären. So, hier können wir ein bisschen mehr Ärger machen. So. Alter, wie mies. Ah, neuer Plan. So, die soll man jetzt auch zerstören können. Die nicht. Aber interessante Sachen gibt's hier trotzdem nicht. Nur diesen Außenbootmotor. Ich hab's ja jetzt entdeckt, was es ist. Oh, shit. Gib mir die Speere wieder. Hey, da war da noch jemand. So, ich hoffe, die lassen sich jetzt hinterher schnell nicht nochmal wieder nieder. So wird man seine Rüstung wieder los. Was kommt davon, wenn man sich da mit denen anlegt? Wo habe ich denn jetzt das Gefährt? Habe ich das... Müsste die eigentlich noch irgendwo rumliegen? Irgendwo hier? Dieses Geräusch, als würde man hier ein Spiel anfangen. An so einem Arcade-Automaten. Also einmal springen geht doch mit dem Ding. Kann ich die überfahren? Stimmt nicht, oder? Wahrscheinlich tue ich mir weh dabei. Ich muss da mal weg. Hey, da ist so ein kleines Schiffchen. Waren wir da schon mal? Überleben wir das? Es könnte schwierig werden mit den Haien. Ich glaube, da muss ich wohl mal einen Speicher anlegen. Speicherpunkt anlegen. Dann wünschen wir mal Glück.
hoffe, es ist nicht das, was ich am Anfang des Spiels gefunden hatte, wo einfach die Pistole drin war. Am besten gar nicht erst ins Wasser gucken. Ich könnte schwören, dass ich hier schon mal war und da war hier so ein Ding nicht. Also vielleicht ist es neu. Jetzt geh schon rauf. Kann man hier nicht rauf? Ach, E drücken. Oh, eine Zahnbürste, die habe ich doch die ganze Zeit schon gesucht. Gib mir eine Schaufel, verdammt. Ah, das ist die Pistole. Jetzt habe ich die zweite davon. Die kann ich jetzt Kelvin geben. Weißt du, ich bin hier einer von diesem Trupp, das hierher gekommen ist. Und ich habe keine Waffe gehabt. Ich muss mir die mal erst klauen. Zurück an Land. Mal gucken, ob wir es überleben. Aber ich bin fast sicher, wir können Kelvin keine Waffe geben. Das hat ja letztes Mal schon nicht geklappt. Aber vielleicht können wir ja Virginia noch eine zweite Pistole geben. Double Pistol Action. Dachte ich schon, der Hai ist hinter mir. Sehr, sehr praktisch. Zweite Waffe. Die nehme ich gerne mit. Ich meine, ich brauche ja auch im Endeffekt nochmal irgendwann eine für mich selbst. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Jetzt muss das voll seltsam aussehen, ich hier mit so, wie so eine Art Segway hier durch die Gegend phrase. Da muss noch so ein Außenposten. Mal kaputt machen? Oder ist da oben irgendwas? Ich glaube kaum. Ich fühle mich da mal so unwohl oben dran. Gut, man sieht halt, dass da hinten das da ist. Aber das ist doch alles. So, kann ich hier bitte wieder sicher runter? So, ist denn hier unten vielleicht irgendwas? Doch aus, als könnte hier was sein. Was Verstecktes. Oder auch nicht. So, da holen wir wieder unser Vehikelchen. Seltsam aus. Dass man sich darauf überhaupt halten kann. So viele Wege wieder. Mal sagen, ich gehe den Berg hier hoch.
Knochengleiter? Okay, also gibt es die an mehreren Stellen. Ich verstehe. Sehr praktisch. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt zum... Ja, zum Schneeberg da, wo wir den schon zweimal gefunden haben, sondern wir können ihn auch einfach hier mitnehmen. Und wahrscheinlich auch noch an anderen Stellen. So, jetzt gehe ich aber trotzdem nochmal hier runter. In der Hoffnung, was zu finden. Ja, es wird langsam wieder dunkel. Wir haben ihre Geheimnisse schon gut versteckt, die Entwickler. Ihre geheimen kleinen Höhlen. Wäre mit dem... Wie ist das Ding? Night 5? Wäre ich hier doch besser dran gewesen. Gar nichts ist hier. Karger Fels. Frage ich mich gerade, ob der despawned ist, weil ich ihn nicht mehr auf der Karte sehe. Ich wollte nämlich eigentlich zurückgehen, den holen. Dürfte aber nicht so leicht werden. Was ist das für ein langgezogener Fels? Hi! Kommst du denn hierher? Was hast du denn da? Ah, Alivera, vielen Dank. Oh. Ach, warum muss ich das nur immer gleich essen? Ich drücke mal die falschen Tasten. So, kannst du mich irgendwo hinführen? Hast du eine Idee? Wo hier was Interessantes sein könnte? Hm. Hauptsache mit der Pistole durch die Gegend spazieren. Ich werde trotzdem versuchen, zu diesem kleinen Gefährt zurückzukommen. Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich beim Gleiter bin, müsste er dort in der Nähe sein. Ist das dunkel? Wir werden gleich was essen und schlafen müssen. Heidelbeeren haben wir auch schon lange nicht mehr gegessen. Hier ist der Gleiter. Aber mein Gefährt ist nicht zu sehen. Schade, so schnell verliert man's. Gut, dann schlafen wir hier mal. Und dann brauchen wir ganz dringend was zu essen.
Vielleicht nochmal. Trink dich doch einfach mal satt. Hey, jetzt ist das Gefährt doch wieder da. Da liegt's doch. Mich geirrt. Gut, dann können wir ja weiter mit dem Ding. Okay, wo gehen wir denn hin? Oder wo ist er, wo fahren wir denn hin? Ein bisschen quer durch. Ah! Wenn wir das denn schaffen, ohne irgendwo anzustoßen? Huch, was haben wir denn hier? Manchmal frage ich mich wirklich, warum es hier so viele offensichtlich, ja, als ob hier ständig Touristen auf diese Insel kommen. Nicht nur die, die hier in die Bunker wollen, sondern allgemein irgendwie Haufen Touristen mit ihren Campingplätzen, die wir hier überall finden. Schon, der ist abgestiegen, ne? Hier ist wieder ein Weg. Mal gucken, was wir hier noch für einen haben. Wahrscheinlich wieder ein Grab. Sieht wieder völlig aus. Ja. Können wir halt leider nichts mehr. Aber hier zeigt er nicht mal das Grabsymbol an. Grab das doch einfach mit der Axt, verdammt. Geht das hier los? Wir müssen direkt weiterfahren. Wir sind hier nicht erwünscht. Unser Wasser vielleicht noch kurz auffüllen. Das ist nicht das Wasser. So, sehr schön. Leg das Kreuz weg. Hilft uns hier nicht. Mal ein bisschen am Strand lang. Vielleicht tut uns das ja was. Dieses Mal. Da waren noch, glaube ich, diese zwei großen Lager. Nee, das ist woanders.
haben wir denn hier? Oh, ein Fernglas. Das ist ja praktisch. Und ein Tarnanzug. Das ist auch praktisch. Können wir den gleich mal anlegen? Wo ist denn der? Hat er den schon automatisch angelegt? Ich sehe ihn nämlich nicht. Oder der ist der nicht für uns? Also ich sehe ihn nicht. Dann lassen wir es mal dabei. Kann das Fernglas nicht von der Entfernung einstellen. Okay, hier wurden glaube ich welche aufgefressen. Ja, war schon mal praktisch, das Ding zu haben. Haben wir denn hier noch was Interessantes? Energy Drinks, natürlich. Was sonst? Ich sollte wirklich mal anfangen, mehr von den Häusern einfach stehen zu lassen. So oft, wie wir hier Plan finden, ist es eigentlich fast sinnlos, hier ständig die immer wieder abzubauen. Deswegen. Mist, das eine wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht aufbauen. Aber gut, wir können ja hier gleich wieder neue mitnehmen. So, wo gehen wir jetzt hin, Leute? Was meint er? Wollen wir in die nächste Folge gehen? Sieht nämlich fast so aus, als sollten wir das tun. Hier sind wir leider nicht so wirklich fündig geworden. Ich gehe das nächste Mal in die Richtung. Obwohl in der Höhle, die ist ja nicht weit weg dann. Trotzdem, ich werde mal die ein bisschen abklappern, die Seite. Und ja, dann gucken wir, wie es weitergeht. Hoffe ich. Also macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüss.